Kalitsch. Ah, und dann fangen wir auch dort an, wo wir auf, wo wir weitermachen wollten jetzt. Das ist natürlich gut. So. Quest 9 in Chapter 11. Wir brauchen Wasser. Wir haben zu wenig für Wasser. Können wir das noch verstärken irgendwie, indem ich mal auf, kurz auf Auto versuche? Ja, ein bisschen. Da ist dann die Level 90er Vieh drin. Aber die wechseln wir natürlich ihre Waffe mit einer, der ihr auch angemessen ist. Ja, das ist die einzige Wasserwaffe, die sie hat. Gar nicht genug zum Enhancen. Yay, Level 5. Ich muss unbedingt weiter irgendwelche Materialien holen. Das geht gar nicht, ey. Weil das... Ja, ich habe ja gerade das Geld nicht dafür. Ja, nee, das ist schon... Also hier habe ich alles gemaxt. So ist das. Ja, das Level selbst ist nicht gemaxt, aber der Rest ist gemaxt. Und ich habe gerade auch kein Geld dafür. Herrlich. Perfekt vorbereitet. Egal. Wird schon schief gehen. So, dann haben wir hier Tupi. Können wir mal versuchen. Ich hatte den hier, ne? Wo steht eigentlich die, da, die Force? Etwas, was nicht zu niedrig geht, aber auch nicht unbedingt die Tupi hat. Geht alles so ganz schön weit runter mit der Force bei den Leuten hier. Hier sogar fast 9000 runter. Na gut. Dann lassen wir die erstmal. Aber sie bekommt natürlich das Schwert, was sie benötigt. Ist das das gewesen? Nee, das war das andere. Sehen so ähnlich aus. Sie schiebt ruhige Kugel, während du den Mund kisst. Ja, das ist meistens so. Ja. Geht auch wieder die Force ein bisschen runter, aber das macht auch nichts. Hier können wir sogar noch ein bisschen, ein kleines bisschen machen. Portly Gamble. Courtly Ripper, Courtly Fleetfoot müsste hier vom Soldaten müsste das eine Waffe sein, ne? So, ja, da sind wir aber fast bei der Force, die wir brauchen für Wasser. Sehr schön. Probieren wir es einfach mal. Commencing mission. Ich glaube, fest hier Garden Vieh ist die einzige 90er, die ich gerade habe. Könnte erklären, warum die in der Autoauswahl drin war. I hope so too. Enemy reinforcements confirmed. Eliminating. Ah, scheint ja gerade ganz gut durchzulaufen hier. Yay, ohne Opfer. Sehr schön. Da haben wir. Wir haben uns ja bis hierhin das letzte Mal, wo wir Hauptstory gemacht haben, durchgemogelt. Und jetzt haben wir quasi den Rest. So.
Letzte Quest. You're almost there, Mr. Monster. I'm gonna be really happy when the wish comes true. Yeah. Cause when you're happy, I'm happy. And then we're all happy together. That's when it keeps us hungry. Das sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Und ist viel schon wieder weit abhanden gekommen, oder? Wo ist Vieh hin? Da ist sie. Die humpelt schon wieder rum. Enter Story. Wasseraffinität wieder. Und ganze Ecke mehr. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Das ist das Ende des Kapitels. Wenn wir es denn schaffen. Deswegen wollte ich das auch schnell machen. Echoes in the Heart. From Recursion. Okay. Wie hieß die nochmal? Ich hab's vergessen. She continues to move down the long and winding path. She knows the answers she seeks are waiting for her somewhere up ahead. And that her sister is waiting as well. Oh. Oh, ich grad wieder hoch und hallo Dave. Da ist hier eine Notiz. Scrap of a torn note. We came upon an abandoned research facility during today's investigation. Judging by the documents that were left behind, my guess is the place was used for researching genetics and living organisms. It would be remiss of me not to mention one object that was of particular note. A fully functioning cryogenic sleep chamber with Eleanor engraved on the side. After the higher-ups make their final call on how to address the matter tomorrow, we will perform a thorough investigation of the chamber's interior. I hope against hope that this discovery will mean great things for our future and for all of mankind. 79 von 100 Talenten angeworben. Aha, GZ. Noel hieß die, ne? Oder so ähnlich. When she enters the room, she spies a massive something at its heart. It is the leader of the aberrations. But it is more than that. It is also her older sister, the one who lost control. Oh je. Her eldest sister spreads her white wings. Später, Dave, später. This cry of enmity toward the world shakes the entire facility to its foundation. So, und das ist viel zu hoch für unser Level eigentlich. Gucken wir mal. Da scheint nur ein Boss zu sein. Ich will auf jeden Fall kurz ins Skateboard reingucken später. Aber ich will mir noch das FF15-Event in FF14 angucken, bevor es weg ist. Aber dann gucken wir noch ein bisschen Skateboard rein, je nachdem wie es mir geht. Okay, 2P ist fast tot. So,
Ohne Opfer werden wir es nicht schaffen. Und ich habe gewonnen ohne Opfer. Herrlich. Genug Ni No Kuni für heute. Na, wenn du meinst. Body falls to the floor. The sister's duel is over. As her elder transforms into crystal, the girl slowly brings up her hand. Her sister's memories race through her like a tide. She sees it then. The place she must go. It was a precious place to the older sister when she was still human. Plucking her sister's sword from the floor, she whispers, "Leave all to me." She makes her way to the outside world, toward the place of memory. Torn piece of paper, but I only, and that's why I, this body, no, however, still human, and yet, sadly, we were powerless to do anything, this era, and we who inhabit it, have little time left. I am ashamed to ask of you such a selfish request, but with it done, the girl will finally be able to live her own life. I beg of you, please help her. D.U. Piece of toilet paper. Das wäre auch eine Idee für irgendwie so ein Survival Horror oder so. Torn piece of toilet paper. Something's written on here. Though she sets off from her place of birth alone, she carries the hopes and dreams of all her sisters on her shoulders. Sieht kaputt aus. That certainly was a tale of a very strange world. Dream of Hope. It's almost time. Yeah. But my mommy. Okay. Aber eigentlich gibt es hier noch keine Quest mehr, soweit ich weiß. Ist ja nicht so, als ob wir wissen, was passiert. Ja, aber das macht es ja nicht besser. So. Also. Frag mich, wo das jetzt hinführt, wenn da nichts angeblich sein soll. The day your wish comes true is so close now.
Ah ja,